Och, du Scheiße, guck mal, was hier los ist. Was ist denn hier für eine Eskalierung? Das ist doch unser Haus. Wie geil. Okay, scheiß drauf, wir brauchen keine Basis mehr. Ich geh schlafen, Lan. Weck mich mal. Es ist cool. Hier sind zwei Blue Stimpaks. Die Stimpaks sind doch eigentlich auch für Leben, oder? Normal. Ich bin mir nicht sicher. Die zwei sind leer. Den nehme ich auf jeden Fall mal mit, oder? Ja, wir bauen das ganze Haus. Der Bambus sieht cool aus. Die Türen sehen auch cool aus. Rohstoffe, wo man gar nicht denkt, dass es das gibt in diesem Spiel, dieses Bett. Auch. Lass das ganze Haus abrodeln. Der arme Besitzer kommt irgendwann nach Hause. Ja. War nicht hier eigentlich mein Haus immer gestanden? Also so, warte mal, ich war doch irgendwas. War hier nicht mein Haus? War hier nicht meine Frau mit meinen drei Kindern? Aber nicht mit uns. Guck mal, der hat die Fackeln draußen auf so Podeste gestellt. Siehst du das, wie cool das aussieht? Ja, das sieht echt nicht schlecht aus. Diese Podeste nehmen wir uns mit. Ich guck mal, was das ist. Auf jeden Fall der Eingangsbereich. Ach, Tall Wooden Torch. Das ist einfach eine große Fackel. Und da oben wachsen sogar so Bärchen. Na, da wird sich aber jemand wundern, wenn er nach Hause kommt hier. Vielleicht errichten wir uns eine Base mal auf einem anderen Planeten und vielleicht ist das dann der Baustil, weißt du, so Stroh, Heu. Ja, das gefällt mir voll gut hier. Sieht sehr menschlich aus. Strahlt so eine gewisse Gemütlichkeit aus, das Ganze. Ja, ich glaube, es brennt sehr gut. Dieses Heu, davon könnte ich verrückt werden. Alter, weißt du, wir machen es komplett weg. Machen es dem Erdboden gleich. Das Haus befindet sich in wenigen Sekunden in unserem Rucksack vollständig. Alter, das ist cool. Thatch, wie wird das ausgesprochen? Thatch. Weiß ich, habe noch nicht so geguckt. Aber ich merke gerade, der Hintergrund baut sich, glaube ich, etwas langsamer ab als der Vordergrund. Kommt mir zumindest mal so vor. Ja, das Holz, das ist irgendwie, ich weiß nicht, irgendwie so. Das wird Presspop sind, nicht? Achso, stopp, vielleicht lässt sich das mit der Axt besser abbauen. Nee. Gar nicht, ne? Gar nicht. Mir ist auch aufgefallen, dass die Axt, die du gerade eben genommen hast, diese Holzaxt, dass die gar kein Zeichen dafür hat, dass sie schwächer wird. Man hat sie einfach und man hat sie einfach. Mhm, stimmt. Forever and ever and ever. Ich darf die Fackel da oben nicht vergessen. Wir sind doch so sparsame Menschen. Oh. Ja. Wir sind so sparsam. Jetzt mal kurz hier eine hin, dass wir ein bisschen Grundbeleuchtung haben. Ja. Ja gut, alles müssen wir nicht abholzen, wird das wahrscheinlich zu lange dauern, oder? Oder willst du alles wegholen? Nee, ich hole jetzt hier noch ein bisschen was mit. Ich leuchte schon mal in die. Ich leuchte schon mal in die Gefahr. Oh, da ist die Gefahr. Come on, bitch! Get on, bitch! Get it on! Ah, Herrschaft, sei denn noch mal. Holz kann man nie genug haben. Ja. Nimm schon mal ab und zu mal einfach ein Bäumchen mit. Ist das Shadow? Geld! Geld! Kartoffeln, willst du es haben? Nimm's ruhig. Ha! Mit dem Geld kann man dann später auch Sachen kaufen, nehme ich auch. Hoffe ich mal. Oh, das ist doch ein Böser, oder? Pass auf! Oh Gott! Oh, wie der mich hittet! Oh, das sind zwei! Oh, we're gonna die! Bro, we're gonna die! Oh, die haben mich gefistet! Echt? Oh, ja. Möglicherweise habe ich vielleicht nicht auf mein Leben geachtet, aber die haben mich hart gefistet. Okay, der ist weg. Ich habe einen Pfeil und Bogen. Also ich habe zwei Balken verloren. Das kann schon sein, dass sie gut reinhauen, weil ich glaube, der hat mich eben nicht getroffen. Hätte er das getan, hätte ich wahrscheinlich schon anders ausgesehen. Ich warte jetzt hier am Häuschen auf dich. Ich kann jetzt glaubst du, es ist klug, wenn ich jetzt gerade in die andere Richtung laufe, also nach links? Boah, ich weiß nicht, wie groß die Welt ist, wie weit man rechts laufen muss. Oh, ich komme lieber zu dir. Ich will jetzt nicht, dass wir uns jetzt vor allem nachts überhaupt nicht mehr finden oder dann beide gefistet werden. Zum Glück verliert man nicht, das ist wirklich edel. Dass man noch den ganzen Kack dabei hat. Ich habe sogar noch die Rüben dabei. Oh, nochmal so ein pinkner Affe. Das ist zwei waren, das habe ich am Anfang gar nicht gesehen. Die haben echt ganz, ganz böse, haben sie uns da reingespielt. Jetzt greift mich so ein grüner Stinker an. Oh, der baut ja bestimmt 5-6 Pfeile, bis der down ist. Echt heftig. Ich bin gleich wieder... Oh Gott, ich bin schon wieder down. Alter, mich hat so ein grüner zerrüttelt. Ich wollte dann jetzt auch zum Pfeil und Bogen greifen. Aber, nein. Ah, scheiße. Distanz macht zwar ein bisschen weniger Schaden, aber das Gute ist, man kann halt immer auf Distanz bleiben und wird nicht so arg oft getroffen, wenn man geschickt jumpt. Ja, und ich muss sagen, meine diese Axt, die ich da habe, die scheint oder mag zwar stark sein, aber es ist so langsam, man kann sie nicht oft schwingen. Ah, jetzt habe ich hier so eine scheiß Taube. Wenn ich gerade von der Luft aus angreift, da bin ich schon weg. Ich sehe gerade, ich habe wahrscheinlich vorhin dieser Grüne da gekillt. Ja. Kommt dir gerade ein bisschen entgegen, so ein komisches grünes Vieh.
Also gerade eben hat mich ein Grüner gekillt. Ich baue noch kurz die Türen ein in unser Haus. Au, au, au. Und nochmal so eine Scheißtaube. Scheiße, jetzt hat er mich gekillt. Scheiße. Fuck, ja, okay, dann treffen wir uns beide beim Haus. Nee, der Grüne, der macht schon immens Schaden. Also wenn er dich dreimal trifft, dann ist deine gesamte HP-Leiste leer. Das ist schon heftig. Es kommen über mir noch so zwei Kotvögel geflogen, die ja meinen, sie können mich anfurzen. Ey, was ist hier denn los? Hallo? Sind von deinem Schiff aus. Nach rechts. Auf dem Planeten. Nee, von deinem Schiff auf dem Planeten, ne? Genau, von meinem Schiff, okay. Und dann immer weiter rechts. Muss ich nicht Alter, sondern bei dir. Guck dir diese Kackvögel an. Die sind mich anschieße. Ach, das ist schon etwas gefährlicher zu reisen. It's so gefährlich, you know? It's so frolic. Aber das ist schon seit Minecraft-Zeiten so, dass wir nachts reisen. Und es ist eigentlich immer hell. Wenn wir jetzt hier geblieben wären, wäre es wahrscheinlich immer noch hell. Aber das Spiel merkt, wenn wir uns auf die Reise begeben. Das ist quasi so eine grüne Kotstulle. Ich treffe ihn auch gar nicht. Der ist einfach. Oh, okay. Ist einfach zu schnell. Ey, naja. Ich hatte 1400 Geld, ne? Jetzt habe ich noch 700. Oh. Mehr kann ich jetzt so gar nicht sagen. Ja, ich habe schon die ganze Zeit nicht so arg viel gehabt. Also ich habe jetzt 392. Und ja, ist nicht die Welt. Nö. Nö, es ist gar nicht mal so wenig viel. Ich mach noch ganz kurz, will ich noch ganz kurz den Scheiß hier noch einpflanzen. Also bis jetzt ist es safe. Ich glaube, jetzt ist es ein gutes Stück. Keine Feindaktivität. Bitte reite nicht so weit vorne heran. Ich bin gleich da. Ich setze hier schon mal den Brotkrumen-Kot-Semmelweg. So. Ah, den werde ich dann später bepflanzen. Ich komme, Johnny. Ich komme und werde dich aus der nicht vorhandenen Bedrohung retten. Ich warte hier am ersten Höhleneingang, da wo wir runter sind und uns entschlossen haben, einen weiteren Eingang zu suchen. Ja. Bin ich jetzt, aber bis dahin sollte die Luft rein sein. Das sind nur zwei Kotsemmel. Vögel, bam! Mit einem Hit gepimmelt, so sieht's aus. Okay. Ich sollte nicht. Weiter geht's. Oh, da kommt noch so ein Vogel, Achtung. Alter, wie er mich geboxt hat, der Vogel. Oh, Furze. Shit. Schnell was futtern. Aua, aua. Ach, stimmt. Ah, scheiße. Vorhin, als ich zu Hause war, hätte ich mir noch Bandagen craften sollen. Fällt mir gerade ein. Jetzt habe ich wieder nur 5 Stück. Stimmt. Aber die Bandagen können wir auch so craften. Wir müssen nur Grünzeug haben. Die kannst du sofort so mit C craften. Ach, da brauchen wir keinen Table und keinen Ofen, nichts. Stimmt. Genau, ich könnte jetzt direkt 11 craften. Das habe ich auch getan. Gut, 5 Stück habe ich noch. Ich habe jetzt momentan volles Life. Ich habe 16. Mal schauen. Aber wann wird's denn hier wieder dark? Du meinst hell? Ja, der Dark. Achso, Tag. Ich hab Dark verstanden. Nee. Das war ein bisschen behindert gesagt von mir. Wann wird's wieder Tag hier? Es ist echt schon so lange dunkel. Obwohl die Sterne ja doch sehr schön aussehen, ne? Der Sternenhimmel. Hat was. Diesen bunten Farben. It's so psychedelic. Es ist so psychodelic. Achtung, da unten haben wir wieder blaue, 2 Stück sogar. Oh, da ist sogar ein Riesenviech, das ist ein ganz großes. Komm mal ein Stück runter. Look at this crazy beach. Oh fuck, der fliegt ja kein Life. Der verliert gar kein Life. Was? Komm mit. Ah, ich kann hier nicht setzen, schnell. Nein. Oh fuck. Was war das für ein Monster? Wir hätten oben auf der Klippe bleiben sollen. Ey. Und ich schieße ihm einfach in den Nacken, ich depp, ey. Ich glaube, mit Hallo. Keinem Bogen können wir nicht. Ich glaube, da müssen wir, ich weiß nicht, mit der Axt ran, oder? Ich glaube, wir brauchen davor Rüstung. Ja, auf jeden Fall. Ich habe doch mit Leidensgenossen geschrieben, die auch hier das Spiel Let's Play, und da Rüstungen stehen ganz vorne mit im Trend. Das heißt, wahrscheinlich aus Eisen kann man das mit Leichtigkeit irgendwie zusammencraften. Ja, wir können doch die Quest eigentlich zu Ende machen und dann halt gucken, wie wir erstmal weiterkommen. Genau, in erster Linie, glaube ich, sollten wir mal warten, bis es wieder hell wird. Vielleicht zu Hause am besten. Das auf jeden Fall. Das dürfte ja nicht mehr so arg lang dauern, theoretisch. So hart, wie wir auch hier auf die Eier bekommen. Die bügeln uns ja hier brutal um. Da ist die Ho. This is my Ho. This is my car. This is for you. So. Dann gehe ich jetzt einfach mal wieder in unsere Station rein. Ich glaube, da nutze ich jetzt die Zeit dann doch, um mein Zeug zu sortieren. Nutze sie weise. So, das ist das Schränkchen mit Forschungseinrichtung, brauchen wir nicht. Hier haben wir so gebautes. Weise sie nutze.
Storage rein, diese zwei Superschränkchen. Jetzt wird wieder Tag. Das ist doch scheiße, oder? Ah, dann sortiere ich auch nicht. Das ist voll lächerlich. Immer wenn man sich vorne drin irgendwas zu erledigen, wird es Tag. Wenn man anfängt zu reisen, wird es dunkel. Aber diesmal nicht. Dann stellen wir dieses Distress-Beacon einfach gleich mal auf, nachdem wir es gemacht haben. Genau. Ich brenne gerade noch alles zusammen, die Sachen, die ich habe. Du kannst auch gleich mal an den Brennding dran. An das Brennding. Ja, das passt da nicht mehr rein, schade. So, nochmal 20 Bandagen. So, wunderbar. Nice, Udo, nice. Okay, dann lass uns die Zeit nutzen. Direkt losrennen. Achso, sollen wir doch direkt losrennen? Ich dachte, wir machen jetzt die Ding. Achso, weil dann wird's wieder dunkel, wenn wir losrennen. Ja, das stimmt, hast recht. Rennen wir los. Wenn wir jetzt hier rumsortieren, dann wollen wir los, wird's wieder dunkel. Okay, ich schmeiß aber jetzt, also den wertvollen Scheiß will ich schon noch wegschmeißen. Aber renn du ruhig mal vor, am Tag ist es ja kein Problem, dir nachzulaufen. Genau, ich bleib jetzt hier auch stehen, wieder am Wipfel dieses Berges. Vielleicht dürfen wir auch nicht gleich zu fette Häuser bauen. Erstmal, solange wir noch Ressourcen suchen müssen, damit wir auch genug haben aus verschiedenen Materialien. Vielleicht auch auf die Planeten wechseln, weißt du, um sie auszubeuten, weil so ein Planet ist dann doch schnell. Na okay, er ist zwar vielleicht schnell umrundet, aber ihnen ist ja dann trotzdem viel, stimmt. Ich denke, wir müssen auf, also wenn wir die Erkundungstour gemacht haben, machen wir diesen Distress-Beacon, gucken, was dann passiert. Und ich denke, danach ergeben, ich sehe schon Pfeile von dir, danach werden sich ja eh wieder neue Sachen ergeben, denke ich, dadurch. Die Nilpferde greifen an, ne, glaube ich. Oh. Ja. Yes. Kataschka. Wir sollten unsere Bögen mal weiterentwickeln, dass die fetter werden. Oh, Achtung, ich glaube... Ah, ja, die sind brav. Das sind, glaube ich, die einzigen Braven, ne? Die Gelben. Die Gelben sind der Rest, friendly, genau. Der Rest ist ich hol. Der ist hol. Hi, ich bin Ass Catsup. Ich bin jetzt hier oben auf dem Gipfel. Wir sind Gipfelstürmer. We're gonna hit you, bro. Woohoo. So. Okay, guck mal, was ist da unten auf uns wartet. Ach, schon wieder so ein Kackviech. Aha. Ja, die kommen relativ häufig, aber mit der Axt. One hit. Tot gebürstet. Ich frag mich jetzt, warum der Kerl nicht kommt. Irgendwie, wir haben doch auch die anderen Sachen da gefunden, diese Gebilde, ne? Wo dann diese Ritter drin waren oder was das da war. Ja, genau. Und ich habe im Singleplayer auch mal ein kleines Dorf gefunden, da waren welche mit Schusswaffen drin, die haben auf mich geballert. Jetzt wundert es mich, dass da drüben keiner drin ist, dass da nur ein Haus steht. Oh, Moment, die sind freundlich, genau. They are so friendly. Du bist jetzt aber trotzdem mal mit. Ah, oh, genau, das machst du ja schon. Ah, da vorne ist Kohle, genau, da kannst du auch noch mit baggern. Ich glaube, man kann die Viecher eh nicht hitten mit der Axt, oder? Das wäre nee, ganz schnell. Die Hartigkeit wird viel mehr Kohle. Okay. Sehe ich gerade auch ein Nilpferd. Das ist ein Nilpferd. Eine Herke. Ah, dass die immer so springen müssen, sonst könnte man sie schön mit dem Pfeil bis zu Ende bearbeiten. Oh, jetzt Achtung, dass wir die Gelben nicht treffen. Boah, in der Luft. Bam, weggeschottet. Da ist noch einer, aber erstmal die Kohle abbauen. Beziehungsweise, mach, ja, du kümmerst ich mach dich den um den. Ich baue so lange hier die Kohle ab. Pam! Okay, davon ist auch wieder ein bisschen Kohle, gehe ich auch direkt hin. Hier unten ist wieder das Riesenviech, ne? Ey, soll ich es einbauen? Und dann machen wir einfach so einen kleinen Schlitz zum Reinschießen. Eine Möglichkeit. Mal schauen, ob das überhaupt... Ich denke schon, dass das Leben verliert, aber halt sehr langsam. Das heißt, okay. Mit so einem Schlitz könnten wir schon... Vorsicht, nicht so nah. Ich lasse hier den Schlitz. Warte, den Schlitz schlagen wir uns dann gleich rein. Wir sind so gemein. Okay. Ein Ende naht, mein Freund. Der ist eh so riesig. Guck mal, der kommt da ja gar nicht durch. Okay. Okay, das war's. Guck, wie er sich aufregt. Nein! Ja, das war's, mein Freund. Bam. Bam. Oh, bam. Was droppt denn der? Eine Atombombe oder was? Wahrscheinlich. Aber warte mal, das klopfe ich noch weg. Dann kann man treffen mehr Pfeile. Weißt du, jetzt kommt er. Boah, wie er hochspringt. Aber nicht mit uns. Guck mal, wie er sich aufregt. Man kann richtig die Wut spüren. Ich kann sie riechen, die Wut. Ich kann sie in seinem Stinkeatem riechen. Wir sind so fies. Wie so Penner, die auf ein kleines Kind mit Steinen werfen. Ich glaube, so von oben. Ich weiß, hätten wir das niemals überlebt. Überleg mal, wie oft wir den hätten treffen müssen. Was hat er da? So einen goldenen Zahn oder sowas. Hol du es mal und lese es mal vor, was es ist. Ein Splitter. Ear-Splitter. Ein Ohrsplitter. Wahrscheinlich einfach nur Ohrenschmalz. Jawohl. Oh, was ist denn das für eine Riesengeldkassette da unten?
Vorsicht, das sind die, wo man... Da bin ich schon explodiert, ach so, weißt du noch? Stimmt, ja, ja. Ah, oh, Mann. Diese optische Täuschung. Ja, sau viel Geld. Bam, tot. Das wird Geld sein. Puff. Guck mal, der Fettsack springt da voll drauf rum. Oh, oh, shit. Achtung, wir kriegen Besuch. Schaffst du es also ich? Ah, guck mal, ein Schlag mit dem Äxtle. Er geht sie Britzi mit dem Äxtle, wie? Da ist doch einer, aber das werde ich hier genauso machen. So, hier haben wir noch ein bisschen Kohle, aber jetzt könnte langsam mal Silber kommen, weil ich glaube, es wird nicht mehr so arg viel Zeit vergehen, dann wird es schon wieder dunkel. Und dann gibt es wieder aufs Näschen. Dann gibt es aufs Näschen wieder ein Häschen. Theoretisch könnte man es ja von der Oberfläche dann zurück teleportieren auf mein Schiff, jeder auf sein eigenes, beziehungsweise dann gehen wir jeder wieder auf meins und porten uns wieder runter und sind nah beim Haus. Stimmt, das wäre eine Möglichkeit, wie wir schnell wieder zurückkommen. Und wir könnten sogar von meinem, beziehungsweise vom Raumschiff, wenn man sich von meinem Raumschiff runterportet, könnten wir dann irgendwie direkt ab dort schon einen Gang buddeln, dass man im Gang spawnt. Man spawnt, glaube ich, immer an der gleichen Stelle. Und den Gang muss man nur entlang laufen, erstmal schon bei uns im Haus. Könnten wir auch machen. Ja. Sicherheitstechnisch. So, erstmal so ein Elefantenviech gekillt hier. Wie die sich anhört.